Aber Laylatul Qadr, wenn du diese Nacht belebst, bekommst du den Lohn, als ob du 30.000 Tage, 24 Stunden Ibadah gemacht hast. Wie gewaltig ist also dieser Lohn? Hier müssen wir aber noch eins bemerken und bedenken. Und zwar im Islam, bei Allah fängst du immer bei 10 an. Du fängst nie bei 1 an. Das heißt, wenn du eine gute Sache machst, wirst du sofort, direkt, diesen Bonus gibt es sofort zehnfach belohnt. 30.000, jetzt eine sehr schwierige Matheaufgabe. 30.000 mal 10 sind 300.000. Allahu Akbar. 300.000. Das heißt, wenn du 1 Euro spendest in der Nacht der Bestimmung, hast du 300.000 Euro gespendet. Wenn du eine Rak'a betest in der Nacht der Bestimmung, hast du 300.000 Rak'a gebetet. Wenn du einen Buchstaben liest in der Nacht der Bestimmung vom Koran, hast du 300.000 Buchstaben des Korans gelesen. Wenn du dreimal in der Nacht der Bestimmung Qul huwallahu ahad liest, dann hast du was? Der Nacht der Bestimmung dreimal Qul huwallahu ahad. 300.000 Mal den Koran gelesen. Weil wer dreimal Qul huwallahu ahad liest, also die ganze Sura, der bekommt den Lohn, als ob er den kompletten Koran gelesen hat. Und deswegen ist das eine gewaltige Nacht, diese Nacht der Bestimmung.